So, liebe Leute, willkommen auf dem Beatloop Special Power Breakdance Channel von Smilodogs. Ich habe heute die große Ehre, eine ziemlich große Persönlichkeit des Bodybuilding-Sports meinen Gast nennen zu dürfen. Wir wollen uns heute ein paar Fragen von euch stellen, die ihr euch rausgesucht habt für uns. Ich habe zu Gast live aus Phoenix, Arizona zugeschaltet, Dennis James. Dennis James, brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Sag am besten gar nichts. Ich sehe immer nur die Bilder von damals, die mich so motiviert haben. Da war so eine Figur auf den Fotos, wo du dachtest, die platzt gleich. Da kommt gleich, da tritt gleich alles raus. Dennis, kugelrund, mega prall, einer der top-besten Bodybuilder, Olympia-Finalist und ja, eigentlich jahrelanger Freund schon, also wir hegen eine Freundschaft. Ist jetzt nicht, dass wir uns jeden Tag anrufen, aber wenn wir uns sehen, freuen wir uns, dass wir über coolen Scheiß reden können. Sagen wir mal so, wir kennen unsere guten und unsere schlechten Zeiten. Ja. Ja, ja, weiß ich nicht. Fangen wir gleich mal mit den ersten Fragen, die ihr uns gestellt habt, an. Bevor du anfängst, das ist ein geiles T-Shirt, was du gerade anhast. Wieso habe ich das noch nicht? Habe ich auch erst seit gestern. Ah, dann kommt es vielleicht jetzt in dem neuen Paket. Wird in dem neuen Paket drin sein, denke ich mal, ja. Das ist die neue Kollektion. Wer es noch nicht weiß, wir haben die komplette Amaze-Kollektion in allen Farben und Größen wieder am Start. Dann haben wir neue T-Shirts, neue Tanktops und ihr bekommt natürlich mit den Athleten-Codes eure Rabatte. Bei Dennis ist es dann Code Maniac oder Code Dennis? Maniac, nein. Ja, das kann man auch nehmen, vielleicht funktioniert es. Menace. Maniac. Probier mal Maniac. Vielleicht gibt es 20%. Mal sehen, wo das landet, der Code. Liebe Sportsfreunde da draußen, du hast immer noch keine richtige, anständige Trainingstasche. Läufst irgendwie mit so einem Plastikbüdel durch die Gegend. Die Zeit ist jetzt vorbei. Denn Smilodogs schenkt dir ab Mindestbestellwert von 80 Euro diese hochqualitative Trainingstasche. So, also, wer sind die 5 besten Bodybuilder aller Zeiten? Da lasse ich gleich mal den Fachmann zu Worte kommen. Die 5 besten aller Zeiten, meiner Meinung nach. Ja. Also, ganz klar, also man muss den anderen kann man nie auslassen. Ronnie, Lee Haney, Phil Heath, ich überlege jetzt gerade. Gib mir nur noch Zeit für den 5. Schwer. Ich finde, Dorian hat auch Meilenstein gesetzt zu seiner Zeit, war. Kam, was so Härte und Plastik anging im Schwergewicht, da hat er auch neue Maßstäbe gesetzt, damals fand ich, wo er dann dran war. Zum Ende zu, ich finde Nasser auch sehr geil, aber der war halt nicht so ganz komplett. Aber Kalle, ich finde, wenn man die besten Bodybuilder aller Zeiten, dann muss es schon jemand sein, der auch die Olympia gewonnen hat. Na gut, okay. Ich war ja nicht einer von den Besten. Ach, deswegen ist mein Name auch nicht gefallen. Wir könnten auch eine Frage machen, wer sind die 5 Besten, die nicht die Olympia gewonnen haben? Ja, das wär, dann ist das eine andere Sache. Das wär, ich gehe jetzt davon aus, wenn man sagt, die 5 Besten, dann sind es auf jeden Fall Olympias. Weil damit haben sie sich als die besten Bodybuilder bewiesen. Vor allen Dingen, die Leute, wo wir jetzt aufgezählt haben, die haben ja nicht nur einmal die Olympia gewonnen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Also da kann man nicht sich gar nicht starten. Aber würden dir denn jetzt 5 Leute einfallen auf Anhieb, wo du gesagt hast, die 5... Ja, die nicht die Olympia gewonnen. Genau. Flex Reader, Kevin Durant, Sean Ray, Nasser, Dennis James. Ja, ja. Auf jeden Fall. Du bist ja nicht ohne Grund so populär geworden. Ja, da fallen mir reichlich ein, die sie nicht gewonnen haben, die für mich Mr. Olympia überall stehen hatten, den ganzen Körper. Was meinst du denn, das steht zwar hier nicht drauf, aber was meinst du denn, warum das so war? Warum sind die Leute nicht? Hat das politische, sportpolitische Gründe gehabt oder? Das glaube ich. Ich glaube einfach, dass es, ich meine gut, kannst du sehen, beim Arnold, der war halt einfach, da war nichts da. Ja. Das war beim Lee Haney genauso. Okay. Der Lee Haney hat eigentlich keine Konkurrenz gehabt. Das ging erst ganz zum Schluss los, wo der Dorian dann kam. Aber selbst wenn der Lee Haney nochmal gekommen wäre, ja, hätte er das nochmal gewonnen. Ja. Dann war der Dorian, war halt auch dann, also mindestens die ersten 4 Jahre war er dominant. Das war halt durch die extreme Masse, die er gebracht hatte und die Härte. Die mit dieser Masse, was die meisten gar nicht geschafft hätten. Du weißt es selbst, es ist umso schwerer du wirst, umso schwerer ist es auch wirklich so richtig abgezogen. Ja, so habe ich das auch wahrgenommen. Wo ich den stehen sehen habe, jedes Jahr wieder, die ersten 4 Jahre, wie du sagst, der hat sich einfach abgehoben neben den anderen. Dieser plastische Look, der sah einfach anders aus, als ob der aus einem anderen Stoff gemacht ist, der Typ. Das war wirklich... Und hier ist das Ding mit dem Dorian. Der Dorian sieht auf Videos und Bildern nicht so, also so geil aus, wie wenn du den dann wirklich siehst. Ja.
Also der war in Person, war das 10-mal besser wie auf jedem Foto. Ja, ja, ja. Schon alleine diesen, was viele gar nicht so auf dem Zettel haben, diesen brachialen Trapez. Dann, das sah alles aus wie mit Fleisch beworfen von hinten. Die Fresse mega abgezogen. Ganz dünne Haut, so dry, so alles so. Boah, das war schon kranker das stimmt. Ja, der hat dann also ein neues, also richtig, der hat es zum nächsten Level gebracht. Mit der, wenn es um Masse und Konditionen, das war also dann schon. Und da haben halt die ganzen Leute haben die Probleme gehabt. Erstens mal mit der Masse, zweitens mit der Form. Die haben die jetzt so wenig gewesen. Es gab kein Rankommen, gab nicht mal dicht rankommen. Ne? Das Einzige, was dann zum Schluss zu so ein bisschen passiert ist, ist, dass ihm so ein bisschen die Mitte weggewachsen ist, fand dann ich. Dann hat er noch Bizepsabriss, Trizepsabriss. Genau. Und ein Jahr hätte ich tatsächlich, also ich persönlich, hätte ein Jahr so nasser vor ihm gesehen. 2007. Ja, also das war... Hey. 2007, was erzähle ich dir? Viel vorher. Wann war es denn? Nasser, wo er Zweiter wurde. Welches Jahr war es? 97, würde ich gerade sagen. Da kam ja Coleman noch dazwischen. Genau, 97. Ja, stimmt. Da hätte ich den Nasser. Ich habe auch den John Ray einmal davor gesehen. John Ray auch ein undankbarer, war immer undankbare Platzierung bekommen. So ein zu seiner Zeit kompletter Athlet. Dicke Beine, schmale Taille, separiert wie die Sau, gute Harmonie gehabt, verteilt, konnte posen, konnte sich präsentieren. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob er so klein war oder was, ich keine Ahnung. Ja, das ist einfach die Masse, die hat halt dann irgendwie gefehlt. Aber gut, man kann ja nicht sagen, dass der unterplatziert war, weil der war 13 Jahre lang in den Top 5. Ja. Naja, also... Und das waren natürlich andere Zeiten, da standen natürlich Namen dabei. Und heute ist es ja nicht mehr so. Nee. Damals waren die Top 10, da hat jeder gewusst, wer die sind. Das waren alles Leute, da kann jeder jeden schlagen, ist egal an welchem Tag, verstehst? Das ist heute nicht mehr der Fall, heute ist es einfach nicht mehr so. Und heute wird auch fast jedes Jahr neu durchgewürfelt. So vom Starterfeld her kommen neue Leute, andere werden abgewählt, wie früher. Nun streiten sich natürlich viele, ist es besser, ist es schlechter? Das ein bisschen frischerer Wind ist, wenn jedes Jahr neuer Olympia gewählt wird oder so. Keine Ahnung, kann ich. Das ist natürlich schön, wenn das so passiert, aber wenn halt jemand so dominant ist, dann kannst du halt nichts machen. Ja, fand ich auch. Ja. Fand ich auch. Ja. Nächste Frage. Wird es nochmal jemanden geben, der es schafft, 6 bis 8 Mal Mr. Olympia zu werden? Gibt es sowas? Also momentan sehe ich es nicht. Ich glaube es nicht. Ja. Also da müsste jetzt schon was kommen, was wir noch nie gesehen haben. Also ich in der offenen Klasse. Ja, ich will auch von offenen. Das wirklich nicht vorstellen. Ich bin auch der Meinung, dass generell, warum es so eine Mutantenviecher nicht mehr gibt, dass das auch so ein bisschen der aktuellen Situation oder Zeit geschuldet ist, dass die Leute von Kindes an schon immer verweichlichter erzogen werden und dass sich dann später natürlich auch im Biss widerspiegelt. Wir hatten auch keine Angst. Hattest du Angst? Ich hatte keine Angst. Irgendwas zu benutzen oder irgendwas. Wir sind marschiert, wir haben krank trainiert, wir haben... Um was zu benutzen, da war ich vorsichtig, da hatte ich Angst, ja. Ja. Da bin ich ehrlich. Ja, das... Ja, ich nicht. Und ich vergesse es nie, Kalle. Ich vergesse es nie, das war in Ungarn. Ja. Das ist bei mir im Kopf, da habe ich mit Milo schon drüber gesprochen, weil dem hast du das gleiche Mal erzählt. Da hast du gesagt, vom Stoff kann man nicht sterben. Kann man ja auch nicht, jedenfalls in dem Alter nicht. Ich habe es ja nur probiert, aber die Leute denken ja, ich habe das immer so gemacht. Ich habe das mal in einer Saison mal geguckt, was geht als Amateur. Da war ich noch nicht mal Profi. Da war ich dann so bei, keine Ahnung, bei roundabout 13 Gramm die Woche. So, und ja. Woher soll ich es wissen, wenn ich es nicht probiere? Nee. So wie mit dem Essen, musst du auch erst kosten. Ich kenne jemanden oder ich kannte jemanden, der war ein bisschen genauso. Der kam zu mir und wollte, dass ich ihm helfe. Und dann habe ich ihn erstmal gefragt, du, was machst denn du? Und dann hat er mir das so aufgezählt. Da sage ich, du, warum nimmst du so viel? Und deine Antwort war, ich krieg's so billig. Ja, nun, endlich normale Leute. Ja, naja, also du, ich meine, du bist wahrscheinlich nicht der Einzige, der so viel gemacht hat. Ja, aber wir waren ja mit allen anderen Sachen auch so bedingungslos, was Training, Ernährung anging. Da war ja nichts zu stoppen, da waren wir ja... Und das sage ich auch hier immer zu Seminaren oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte hier, ich sage immer, die Deutschen sind die Konsequentesten, wenn es dann so um Diät geht und im Training, da ist alles, es hat alles einen Plan. Wir trainieren am gleichen Tag, die gleiche Zeit, wir essen die gleichen Zeiten. Es ist nicht so wie die meisten hier, da ist alles durcheinander. Heute stehen sie um 8 auf, morgen um 12, übermorgen um 11. Das ist alles jeden Tag verschieden. Ich habe das nie verstanden. Ich verstehe das bis heute nicht. Da sind die Deutschen
Hundertprozentig. Ja, zu verbissen. Und ich denke mal, durch die Leichtigkeit des Seins haben sich die Jungs da drüben teilweise besser entwickelt, entspannter entwickelt. Dann natürlich noch ein anderes Klima wie hier. Da kommen so viele Faktoren rein, warum da von der Masse her viel mehr gute Athleten gab. Weil die Leichtigkeit des Seins, die sind irgendwann zum Training marschiert, die sind irgendwann aufgestanden. Gehe ich nicht um 15 Uhr, gehe ich um 10 Uhr oder ich gehe 21 Uhr trainieren, scheißegal. Hauptsache ich gehe trainieren. Heute würde ich das wahrscheinlich auch versuchen, ein bisschen lockerer zu machen, was mein Zeitmanagement angeht. Damals war auch aufstehen und dann ging die Routine los. Mit dem Frühstücken genau das Gleiche, alles gleich, Training, Zeit gleich, alles gleich. Und, aber andererseits hilft dir natürlich die Disziplin, auch wie so ein Güterzug nach vorne zu fahren. Ne? Ja, so sehe ich das. Weil viele Amis, die nicht so gearbeitet haben, sehr gut waren, haben aber dadurch ihr Potenzial nie erreicht, ihr wirklich oder ausgeschöpft. Das erste Mal, wo ich den Melvin Anthony, wir sind ja lang befreundet schon. Am Anfang haben wir 98 waren wir zusammen auf der USA und danach waren wir Freunde und dann habe ich immer gefragt, du, wie viel Eiweiß isst du am Tag? Ne? Und ich will dann wissen, wie viel Gramm Eiweiß er am Tag isst. Dann sagt er zu mir, 8 Hähnchenbrust. Dann sage ich, ja gut, aber wie 8? Wie viel Eiweiß isst du? Ja, die sind so groß ungefähr, sagt er. Keine Ahnung gehabt, wie viel das er jetzt isst. Das ist alles so ein Pi mal Daumen gewesen. Weißt und du? Genetik pur. Ich wiege hier alles ab, du, wenn ich 200 Gramm Reis gehabt habe und es waren 201, habe ich 1 Gramm runter. Ja, ist tatsächlich so. Und den Topf und die Pfanne ausgekratzt, weil sonst ist ja nicht die Menge drin, die man eigentlich haben muss. Und Alter, wie so ganz akribisch. Der Melvin, der schuldet mir übrigens noch einen Gürtel, der alte Sack. Ja. Der hat doch damals diese geilen Gewichthebergürtel gemacht, diese mit Schlangenleder und so geilen, kunstvollen Aufdruck. Nee, das war nicht der Melvin. Was? Nee, das war nicht der Melvin. Die hat er aber besorgt. Nein, das war einer von Japan, Japaner war das. Ja, aber Melvin hat die besorgt, hat mir versprochen, dass er mir einen besorgt. Da hat er dich angelogen. Ach, sowas macht er? Das ist ja aber ganz neu. Nee, das ist ein Japaner und der hat die gebracht und der hat die schon gemacht in Japan und hat den dann der Person, für die er die gemacht hat, hat er dann gebracht. Ich habe nämlich auch einen bekommen. Ah, okay. Damals. Das war nicht der Merlin hat da nichts mit das zu tun. Das kann ich nicht mehr leiden. Das wüsste ich gar nicht. Einer der besten Poser der Welt kann ich jetzt nicht mehr leiden. Also guck mal, vielleicht hat er ja vielleicht noch einen Glück. Naja, da kann man ja mal. Typ. Der vorzeitig Entlassene. So, pass auf, nächste Frage, Dennis. Welcher Bodybuilder hätte viel mehr schaffen können und ist hinter seinem Potenzial geblieben? Melvin zum Beispiel, ja. Das ist ein großes, wo ich sage, wenn der meine Disziplin gehabt hätte mit seinem Körper, also der Sky is the limit. Also da kann ich gar nicht sagen, wo das aufgehört hätte. Ja. Versteht? Aber da war einfach, das hat alles nicht gestimmt bei ihm. Der hat das, was er erreicht hat, das hat er alles erreicht mit vielleicht 50%. Ja, und ich glaube auch, dass ja, die haben das alle so mit der Leichtigkeit des Seins gesehen. Das war so alles easy für die, alles cool. Hey, paar Muskeln gewachsen, bisschen hier, da, von der Genetik gelebt. Also ganz anders wie so konsequente Menschen wie wir. Da gebe ich dir recht. Hätte der das nach Plan gemacht, mit einem richtigen Coach, wie es heute gibt, da wäre ganz schön was passiert, glaube ich. Ah, ja. Und wäre es sonst noch da, wo man sagen könnte, der hätte viel mehr erreichen können. Ich meine, gut. Wer war der beste Poser? Du oder er? Der. Ja? Oh, deine Show war doch auch geil. Ja, aber er war, das war, der hat sich ja auch drum gekümmert. Das für ihn, für mich war es, mir war es wichtiger, in Form zu kommen. Für ihn war es wichtiger, die Kür zu machen. Okay. Verstehst du? Für ihn war wichtig, dass er Standing Ovation bekommt. Ob der gewinnt oder wo er platziert ist, ist mir scheinbar nicht so wichtig. Selbstdarsteller. Ja, so, also da muss ich sagen, der war absolut, der hat also Posing Routines gemacht, da gucke ich hier und sage, brutal. Ne, ich habe natürlich früher auch gebreakt, ich habe das ja vor ihm gemacht, gebreakdance schon. Wenn es dann um Posen geht, da war er eigentlich klassen besser. Ja, stimmt, seine Bühnenshow war schon echt imposant. Hat mich der beste Poser, Entertainer, den es jemals gegeben hat. Nicht Kai Greene? Ne, für mich nicht. Nee. Ja, ich fand den relativ spektakulär auch. Ja, der Kai Greene ist auch einer von denen. Aber wenn ich jetzt mich um einen, also wirklich nur eine Person nennen darf, dann muss ich den Melvin nennen. Ja, cool, interessant. Bestimmt auch für die Zuschauer interessant. Ja. So, pass mal auf, jetzt kommt hier die Frage der Fragen. Wie wäre die Platzierung, wenn folgende Athleten in ihrer Bestform miteinander auf der Bühne stehen würden? Verstehe jetzt nicht, warum unsere Bandnamen fehlen, aber
egal. Ronnie Coleman, Markus Rühl, Phil Heath, Jay Cutler, Big Ramy. Wie wäre die Platzierung, wenn alle, wenn jeder in hundertprozentiger Form wäre? Genau, miteinander auf der Bühne stehen würden. Ronnie Coleman, Markus Rühl, Phil Heath, Jay Cutler, Big Ramy. Gut, dann gehe ich mal jetzt von vornherein und ich probiere mal mit dem Jahr dazu. Mit wem? Ronnie Coleman 2003, Phil Heath 2013 oder 2011, Jay Cutler 2009, Ramy 2020, Markus Rühl 2001. Ja, Markus Rühl, also mit der Form von leider. Markus Rühl und Ramy kannst du also wirklich, die hätte ich gerne mal zusammen nebeneinander gesehen. Weil die Leute haben schon wieder vergessen, was der Markus für ein Vieh war. Ja. Ich glaube, dass die Leute, das, die meisten haben das schon vergessen, dass der Markus war damals schon, was weiß ich, 125 bis 130 Kilo auf der Bühne. Der ist kleiner wie ich. Der Nasser war gar keiner da, der dem Markus von der Masse her überhaupt, muss ich überhaupt neben dran stellen kann. Also ich gehe jetzt mal nur davon aus, wer jetzt mehr erreicht hat, noch bei Markus und dem Ramy. Der Ramy war zweimal Mr. Olympia, deswegen gebe ich dem Ramy den vierten Platz und dem Markus den fünften. Okay, sag mal, wann hatte Ramy eigentlich seine Primetime? Für mich war der Ramy am besten, also für mich, also 2014? 2014, wo er bei mir war. Fand ich auch. Und zwar, da war alles voll, da war alles da. Wir hatten drei oder vier Wochen vor der Olympia, hat er sich den Beinbizeps abgerissen. Also angerissen, nicht abgerissen. Und war natürlich verblutet, da konnte man keine Beinbizeps machen, das siehst du auf der Bühne. Aber von vorne. Vorne fand ich ihn echt komplett, ja. Tip-top, schmale Taille. Ich habe damals noch mit ihm gesagt, mach den Bauch, halt den Bauch tight, wenn du bumm. Da hat das alles noch brutal ausgesehen. Ja. Für mich war 2014 die Proportions war am besten. Bin ich deiner Meinung? Also ist jetzt nicht, dass ich dir zum Mund rede, sondern das ist da wirklich, ich hatte letztens ein Bild gesehen von 2014 und hab mir gesagt, Alter, wenn der so jetzt aufkreuzen würde, nicht schlagbar. Schick ich dir nachher mal komplette Bilder, dass du mal alles siehst. Ja, fand ich echt mega spektakulär. Also ich bin jetzt mit den Jahren nicht so bewandert wie du, muss ich ehrlich sagen. Aber für mich war Coleman halt so eine Ikone gewesen. War vielleicht zum Schluss nicht immer mehr ganz gerechtfertigt, aber unerreichbar. Seine Primetime ist der für mich unerreichbar, also von meinem Empfinden. Markus, ja. 2002, wie du gesagt hast, wenn er die Form von der Night of Champions auf dem Olympia gebracht hätte, hätte er sie alle rasiert. Phil Heath, die ersten Jahre, geiler Athlet. Ich finde aber bei Phil Heath, der hat ja nur extreme Extremitäten, Arme, Beine. Das war ja auch ziemlich außerirdisch, was der da aufgefahren hat. Auch von der Separation her und alles. Aber ich fand ihn halt von der Schulterweite war er ein bisschen limitiert. Wenn er da ein bisschen weiter wäre, vom Knochenbau her irgendwie, dann hätte er wahrscheinlich sogar an Ronnie schütteln können. Bei Jay, fand ich, hat immer eine gute, konstante Leistung abgeliefert. Ich finde Jay als Mensch unwahrscheinlich toll, aber als wenn ich den jetzt mit anderen Athleten vergleichen müsste, ist er jetzt nicht unbedingt mein Körpertyp. Ja, gut. Das verstehe ich voll und ganz. Ich habe das auch immer gesagt. Er hat ja natürlich nicht die beste Symmetrie gehabt. Ja. Ne, doch, also ein bisschen wie ein Block, ne? Von der Taille her und alles. Aber das ist auch wieder auf Bilder und es ist beim Phil genauso. Bilder und Videos, das musst du sehen. Wenn du dann dran stehst und den siehst, dann wirkt das alles ein bisschen anders. Ne? Ja, stimmt. Wenn du wirklich vor den Athleten stehst. Ja, man kann immer mal ein schlechtes Bild machen oder Bilder überhaupt, wo dann nicht so, weil du musst es dann wirklich sehen, wenn die auf der Bühne stehen. Wie jemand, der Jay war ja so weit wie von Hamburg bis nach Berlin, verstehst? Der hat ja, und das steht dann, wenn der dann irgendwo steht, der fällt total auf. Ja. Die Taille war ein bisschen breiter, aber in seinen Anfangsjahren als Profi, da hat er noch einen schönen Quadrizeps-Sweep gehabt, da war das nicht so auffällig. Ne? Hatte sehr gute Mittelpartiekontrolle immer gehabt, jedes Mal. Ne? Ja. Also nicht anders, so wie zum Beispiel bei mir, ich kann mir das Ding gar nicht mehr reinhalten, zum Schluss. Das war immer schlimmer. Ne? So, und deswegen sage ich, deswegen ist für mich der Jay auch vielleicht nicht nur, was er auf der Bühne erreicht hat, was er auch außerhalb erreicht hat. Er ist ein richtiger Champion, so wie man sie, wenn man ihn kennengelernt hat, so stellt man sich einen Champion vor. Seine Art, sein Charakter. Das ist, ja. Wenn man ihn jetzt nur von Bildern kennt, da dachte ich immer, der ist arrogant und so. Und wo ich ihn dann kennengelernt habe, so ein toller Mensch. Also finde ihn richtig geil, den Typen. Keine Ahnung. Champion durch aber und durch. Um zurückzukommen zum Phil schnell. Der Phil hat schmale Schultern gehabt, hat aber dafür richtig geile Schultern aufgearbeitet. Ja. Und er hat das dann schon ein bisschen ausgeglichen. Es war immer noch klar, wenn der neben Leute jetzt wie mir oder zum Jay gestanden wäre, hätte ich es richtig gesehen. Aber der war halt so 3D. Ja. Das ging ja gar nicht mehr anders. Ja, das war also, ne, und auch wieder, wenn du das gesehen hast, das war abartig. Krass, wie unterschiedlich das so sein kann, ne? Von der, auch mit der Genetik auch eine große Rolle, aber
wie gesagt, das sind doch keine Leute, die sich ausgeruht haben auf ihrer Genetik. Die haben natürlich da auch richtig gearbeitet mit, ne? Richtig geil. Richtig. Ja, Dennis, das war das erste Video. Dann bedanke ich mich erstmal für dein Erscheinen und Mitmachen. Und wir werden im Anschluss gleich das zweite Video drehen für die Leute. Und dann kannst du das mal anmoderieren. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Seid gespannt auf Teil 2.